Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, die Züglein fahren wunderbar, das tut meiner Seele richtig gut. Ja, ihr wisst es, ich bin immer noch krank. Ich möchte euch jetzt auch nicht mehr lange nerven mit meiner Krankheit, aber einfach, falls sich jemand denkt, was hat der Mann für eine Stimme, warum hustet er immer wieder, das schneide ich zwar eh raus, aber man merkt es wahrscheinlich in den Pausen. Ja, eben, ich nehme gerade im Krankheitsmodus auf. Das ist jetzt aber komplett egal, jetzt haben wir unsere Züge. Schön, wir haben eine ICE-Strecke am Laufen. Die verläuft hier hinten und geht dann hier, ja, wenn wir dann soweit sind, weiter. Wir müssen aber, ja, zwei, drei Sachen nochmal. Nämlich einerseits hier in Frankfurt, wo wir mit der ICE-Strecke starten. Wo haben wir Frankfurt? Moment, hier hinten. So, hier haben wir wahrscheinlich beim Tunnel unterirdischen Bahnübergang geschaffen. Das werden wir uns mal ansehen. Moment. Hier mit Gleisbau. Ja, schwierig das zu sehen, aber das kann doch, das wird wahrscheinlich tatsächlich ein Bahnübergang sein. Jetzt ist halt die Frage, ich würde das lassen, weil, Moment, das können wir eigentlich folgendermaßen machen. Wenn wir hier mal einsteigen, dann sehen wir es ja. Weil, warum nicht? Also irgendwie, das gibt es wahrscheinlich in der Realität tatsächlich nicht, dass in einem Tunnel ein Bahnübergang ist, so wie wir das hier sehen. Tatsächlich. Okay, aber das hat doch irgendwie was. Es ist zwar grafisch jetzt nicht gerade ein Wunderwerk, weil oben noch ein Loch drin ist, aber warum gibt es das in der Realität nicht? Kann man doch eigentlich machen. Die Fußgänger sind ja auch hier unterwegs. Also ich würde das lassen, weil sonst müssten wir jetzt die IC-Strecke nochmal bauen oder hier das Ganze noch tiefer legen. Möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Ich finde das irgendwie nett. Auch wenn es halt mit Sicherheit eher ungewöhnlich ist. Aber mein Gott, die Röhre geht unter die Erde. Ja, und dann ist ein Bahnübergang da hinten. Wenn das der Lokführer nicht weiß, juhu. Gut, lassen wir. Dann haben wir, in Köln hat die Stadt eine Zufahrt zur Autobahn gebaut. Ja, das kennen wir. Die liebe KI. Köln haben wir hier oben. Die Autobahn, die haben wir aber eigentlich schon geschützt hier mit diesen Schallschutzwänden. Wo haben die hier eine Zufahrt gebaut? Aha, das müsste dieses Teil hier sein. Eine leicht verunglückte Brücke, okay. Weil hier haben wir noch nicht weitergebaut. Hier hinten haben sie nichts gemacht, können sie nicht, weil hier haben wir eben die Schallschutzwände. Und hier, das ist nicht Autobahn. Wo ist denn hier die Autobahn? Die geht hier in den Tunnel rein und dann, was macht sie? Ja, wo kommt sie wieder raus? Naja gut, das ist dann aber außerhalb von Köln. Das würde ich mal lassen, dass wir da groß gucken. Sondern wir müssen jetzt hier vorne was machen. Wir kappen das mal. Danke für den Hinweis natürlich. Wir kappen aber nur die Straße und nicht den Fluss. Oh, jetzt haben sie hier... das ist natürlich unglücklich. Wobei, das kann man auch so lassen. Das ist halt irgendwie... Muss man beim Bagger raus? Das ist irgendwie, wie soll ich sagen? Ja, so sieht halt der Fluss jetzt aus. Also ein bisschen umgeleitet hier mit diesem Eingang. Können wir lassen, würde ich sagen. Aber das hier werden wir noch begleichen. Vielleicht können wir das hier auch noch ein bisschen. Ja, ein bisschen zurückziehen können wir es. Und jetzt, was machen wir? Ganz einfach. Wir bauen die Autobahn hier ein Stück weiter. Über den Fluss rüber. Mit einer Brücke. Dann sollte eigentlich, würde ich mal behaupten, die KI nicht mehr auf die Schnapsidee kommen. Hier irgendwie noch eine Straße hinzumachen. Moment, wenn wir hier mal rüber gehen. Dann mit M. Einmal hier rüber. Okay. Gerne mit der Autobahnbrücke. Also mit der hier. Das ist für mich die Autobahnbrücke. Ich weiß, wir haben hier unten noch weitere. Aber da haben wir eben eine andere, ja, eine andere Textur drauf. Einen anderen Teerbelag. Fast schon. Und das hier würde eben passen zu der Farbe der Autobahn. Okay. Wenn die da rüber geht, das wäre soweit in Ordnung. Die geht natürlich dann noch weiter. Aber für den Moment würde ich das mal so machen mit dieser Autobahnbrücke. Und jetzt hier müsste man eigentlich auch noch kurz die Zäune hinstellen, damit die da nicht durchbauen. Oh Gott, jetzt hier Zäune finden. irgendwo waren hier Zäune. Mit Sicherheit. Moment, wenn ich hier mal gucke. Ich mache jetzt mit Sicherheit kein Manöver draus. Aber wenn wir gerade welche finden, oder die Steine hier, die sollten doch eigentlich, würde ich meinen, auch... Ja, sieht man hier. Die haben eine Kollision. Das heißt, hier kann sicher niemand mehr was bauen. Und dann haben wir hier auch mal noch ein paar Steine. Die haben wir sonst eigentlich nirgends. Die habe ich nie groß verwendet. So, hier aber am Flussufer kann man das wohl definitiv machen. Und sonst müssen wir es jetzt einfach ein bisschen im Auge behalten, ob hier tatsächlich nochmal reingebaut wird. Ich hoffe es mal nicht. Gut, dann bei der Kirche in Frankfurt stehen Häuser in den Bäumen drin. Ja, sag mal. In Frankfurt. Okay, dann müssen wir wieder in die andere Richtung.
nach Good Old Frankfurt. Die Kirche ist hier unten in ihrem Boot. Sobald Kollege Legg weg ist, werden wir das sehen. Aha, ja, ich sehe es. Das finde ich aber nicht wirklich schlimm. Das passt doch eigentlich. In die Kirche reingebaut. Also die nicht. Hier außen auch nicht. Also da hat keiner in die Kirche reingebaut. Aber sie haben halt, ja, ja, sehr, sehr eng, würde ich mal sagen, hier vor der Kirche gebaut. Das lassen wir aber, weil das sieht doch irgendwie nett aus mit diesen Häuschen. Solange da nicht wirklich in der Kirche drin ein Haus steht, würde ich das mal lassen. Gut, dann haben wir noch, ja, einen Vorschlag. Und zwar, jetzt müssen wir wieder zurück. Gut sortiert das ganze Ding. Das war hier in Köln. Das war eh auch mal noch ein Gedanke von mir. Dass wir, Moment, ich mache mal ganz kurz Pause wegen der Performance. Dass wir hier diesen Bahnübergang kappen. Das würde aber heißen, weil man sieht es ja, die fahren hier rein, das ist irgendwie alles nicht wirklich ideal. Die fahren auch über die Schranke rüber anscheinend, hat es geheißen. Ja, man sieht es hier. Kollege Straßenbahn ist hier dann doch ein bisschen abschussgefährdet, obwohl der Zug hier hält. Ja, der hält nicht. Ja, okay, die Straße muss weg. Das ist jetzt aber natürlich wieder, ja, sagen wir mal, eine schwierigere Übung dahingehend, dass hier natürlich dann, ja, einige Gebäude flöten gehen. Sagen wir mal gucken, ich schnapp mal Kollege Bagger. Wo müssten wir denn anfangen? Ich würde mal sagen, hier. Das heißt, der Bereich ist weg. Da ist auch eine Bushaltestelle weg. Müssen wir dann halt irgendwie wieder hinsetzen? Oder wir machen eine Umfahrung und sperren das. Können wir das sperren? Im Prinzip mit der Kollisionssperre könnte man das sperren. Dann hätten wir hier einfach die Straße. Ich würde das eher so machen. Und dann aber eine Alternative schaffen, dass sie irgendwie hier unten durchkommen. Oder kommen sie das schon? Ich kann leider... Jetzt geht's wieder. Nein, das sieht nicht so aus. Ja, hier mit der Autobahn. Ah, da ist der Ausgang der Autobahn. Jetzt habe ich den auch noch gefunden. Den habe ich ja vorhin gesucht. Hier unten ist er. Ja, dass man irgendwie unten durchkommt. Wie machen wir das am besten? Da haben wir natürlich nochmal einen Bahnübergang. Aber den würde ich lassen. Der ist doch eigentlich relativ nett. Dass wir die Straße einfach ausrangieren. Wobei, dann haben wir das Problem mit der Straße hier. Die führt dann in eine Straße rein, die zu ist. Mhm. Und wenn wir die Straße kappen, ist hier alles weg. Sie bauen es natürlich wieder hin. Sollen wir das Experiment mal machen? Wir verschieben die IC-Strecke ein Momentchen. Oder sollen wir zuerst die IC-Strecke machen und dann das hier? Das ist jetzt halt die Frage. Ich möchte hier nicht aufräumen. Also wisst ihr, wie ich meine? Da steht nachher nichts mehr. Wenn wir das jetzt alles abreißen... Ich würde sagen, wir bauen zuerst die IC-Strecke fertig. Dann haben wir das. Und dann werden wir da hinten... Nee, wisst ihr was? Ja, das ist... Entschuldigung, ich bin unter Medikamenteneinfluss oder stehe unter Medikamenteneinfluss. Da kann es mal zu wankelmütigen Entscheidungen kommen. Also, wir kappen das. Und jetzt halt ohne Rücksicht, weil hilft ja nichts. Was weg muss, muss weg. Also weg muss mal das hier. Dann das. Was da runter ist, das werden wir dann später noch kappen. Ich muss hier ein bisschen genauer rangehen. So, weil die Schiene muss ja nicht weg. Ich meine, ist... Oh, jetzt haben wir die Fahrzeuge wieder eingesperrt. Moment, da muss ich tatsächlich kurz laufen lassen. Jetzt wäre es noch schön, wenn ich die Straße wieder hinkriegen würde. Puh, Schwein gehabt. Okay, und hier rein. Dann hier Play. Dann weichet mal von dannen. Und ich hoffe, kein neuer fährt da mehr rein. Ja, macht ja keinen Sinn. Da ist ja nichts mehr. Von daher. Okay, der ist weg. Gleich mal wieder Kollege Bakker greifen. Da ist noch ein Fahrzeug im Weg. Dem müssen wir die Straße auch zurückgeben. Na, da vorne geht's. Okay. Play. Bitte einmal wenden. Ja, das machst du gut, Kollege. Sehr gut. So, können wir jetzt hier schon kappen? Können wir. Dann machen wir das. Die Fußgänger, die sollten da wegkommen, ohne dass man denen noch groß hilft. So, bestens. Und hier nehmen wir das hier weg. Und das. Und dann hätten wir das, glaube ich, soweit. Jetzt mache ich aber wieder Pause, weil sonst werden sie ja gleich wieder bauen. Gut. Hier haben wir natürlich auch noch einen Bereich. Den würde ich aber lassen. Das ist nur ein Bahnübergang hier. Der führt im Prinzip, also das Gleis führt da rein. Das würde ich lassen. Weil sonst, wenn wir das hier kappen, dann macht die Straße hier wieder keinen Sinn mehr. Dann haben wir einen Komplettumbau hier des ganzen Vorfelds. Das möchte ich irgendwie nicht. Das lassen. Mit den Gleisen irgendwie noch hier rein, dann mit Weichen. Dann noch bemalen.
und hier die Möglichkeit geben, unten durchzukommen. Okay, schauen wir mal. Wir nehmen mal eine Straße. Am besten eine, die auch tatsächlich befahren werden kann. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, dass es Straßen gibt, die eben nicht befahren werden können. Weiße Leitlinie. 1970 modernisiert. Ja, 50 km/h ist okay. Mal schauen, ob das funktioniert, wenn wir hier mit N arbeiten. Nein, Steigung zu groß. Okay, wenn wir dich hier hinhängen, dann wird es tatsächlich gehen. Reicht das? Das ist jetzt die Frage. Macht uns hier ja im Prinzip die Gleise zu. Das hatten wir aber eh so geplant. Hier kommen stehende Züge drauf. Machen wir mal diese Einfahrt. Und die Gleise, die führen dann bis hier hin. Eben. Und die anderen, die führen oben drüber. Das kann man so machen. Da wäre eigentlich das Ganze schon erledigt. Machen wir mal. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Jawohl. Passt. Gut. Lassen wir mal laufen, weil sie können eigentlich wieder fahren. Mal gucken, ob die noch wieder die Fahrt aufnehmen. Also ob sie irgendwann begreifen, was jetzt passiert ist. Kein Weg elektrisch. Aha, alles klar. Wir updaten das Ganze. Wir bräuchten hier noch ein Tramgleis hier unten. Zack. Und wo bräuchten wir auch noch eins? Eigentlich müsste das doch jetzt wieder stimmen soweit. Wir haben natürlich da hinten eine Station, glaube ich, gekappt. Kann das sein? Irgendwo war doch hier eine Bushaltestelle. Kann ich dich drehen? Nee, da passiert gar nichts. Der hat sich irgendwie völlig verheddert. Und da oben ICs und Co. Wow, aber schon cool. Das wäre natürlich mit dieser Unterführung von der Optik her nun wirklich auch nicht viel schlechter. Wenn hier die ICs rüberdüsen, das gefällt mir relativ gut. Jetzt haben wir das Problem, was machen wir mit dem hier? Hier unten gibt es immer noch ein bisschen Stau, aber hier muss ja keiner lang. Also die Straße, wie soll ich sagen, die ist sozusagen optional. Die können ja auch hier außen rum. Und dann können sie... Nee, können sie nicht. Guck mal, hier ist Feierabend. Okay, dann machen wir doch hier. Das wurde halt relativ frisch gebaut wieder noch. Ihr merkt es der Ruhe an. Ich musste gerade wieder mal husten. So, hier rüber. Dann haben sie dann Anschluss. Wenn es dann irgendwie geht. Ja, so. Bisschen gekrümmt. Okay. Dann da rein. Und wunderbar. Dann haben wir hier eben wieder einen Bahnübergang. Macht nichts. So, ein bisschen Bahnübergang muss sein. Dann düsen die da lang. Und dann können sie hier nämlich noch bauen. Dann wird hier im Prinzip unser Flughafen-S-Bahn-Teil auch sozusagen bevölkert links und rechts von Häusern. Das ist eigentlich ideal. Hier geht es zum Stadtfest. Genau hier oben. Das scheint soweit auch zu funktionieren. Okay, bestens. Jetzt hier vorne. Kollege Straßenbahn. Sieht wirklich unglücklich aus. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal. Weg zum Depot kann nicht gefunden werden. Wie sieht es denn mit eurer Linie aus? Aha, die gibt es nicht mehr. Okay, warum gibt es euch nicht mehr? Die Stationen 5 und 6 sind nicht miteinander verbunden. Die 5, okay. Und wo haben wir die 6? Wir haben doch eigentlich ein Gleis gemacht. 5 haben wir da oben, haben wir gesagt. Und die 6 haben wir hier unten. Okay. Ja, hier ist tatsächlich kein Gleis. Aber wie ging das früher? Also wie sind die vorher hier lang gefahren? Ach nee, hier oben. Okay, da ist aber ein Gleis. Hier nach vorne. Okay, da rein. Dann haben sie hier ein Gleis. Und hier haben sie... Moment, was natürlich hier fehlt, ist der Übergang darunter. Nein. Nein, nicht bei der Schiene. Mach doch bei der Straße. Das ist definitiv besser. So, jetzt habe ich es gefunden. Hier, dieser Bereich hat gefehlt. Ja, alles klar. Dann kommt er nämlich hier auch wieder lang. So, nochmal kurz Kontrolle wegen der Linie. Tram Köln. Okay, passt wieder. In Ordnung, da habe ich diesen kleinen Teil hier übersehen. Ja, ich würde mal sagen, wenn sich das hier ein bisschen entwickelt hat, müsste das soweit auch funktionieren. Wir müssen aber den Verkehr ein bisschen im Auge behalten. Und ja, ich muss sagen, diesen Bahnübergang möchte ich behalten. So ein bisschen als Gedenkbahnhof. Gedenkbahnübergang. Okay, und hier hinten, vielleicht stellen sie ja sogar noch ein Haus hin. Wer weiß, wer weiß. Und hier sowieso auch. Das muss erstmal in die Planung sozusagen übernommen werden, dass da jetzt neue Straßen sind. Gut, und es ist einfach atemberaubend hier mit den ICs, die weiße Lady. Und ich muss sagen, die Unterführung gefällt mir eigentlich auch.
Gefällt mir besser, wie hier nochmal eine Brücke rüber, so eine komische. Das sieht irgendwie cooler aus. Hier könnte man auch noch ein paar Gleise langziehen. Hier haben wir auch noch Platz, dass wir da ein Depot machen. Nach hier vorne gehen und hier mit den Gleisen irgendwie, keine Ahnung, auch noch ein paar Fegzüge raufstellen. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal noch schnell beim ICE vorbei, weil wir gehen jetzt zurück und Kollege Hybrid, hallo, und bauen mal bei der ICE-Strecke noch weiter. So können wir uns schön noch einen Haufen Motivation mitnehmen. Cool. Wie sieht es aus, wenn man so guckt? Hier mit der Unterführung. Ach, das ist der Bereich, wo nicht die Unterführung. Wo ist denn die Unterführung? Moment. Ach, da sind wir schon drüber gedüst. Okay. Ich dachte, die sei weiter vorn. Nee, nee, die ist doch relativ nah beim Bahnhof. Da könnte man natürlich auch noch malen. Aber ich würde sagen, das, ja, machen wir alles in der Zukunft. Denn jetzt gibt es erstmal die neue Strecke. Vom ICE nach da unten hin. Okay, hier sind wir stehen geblieben. Wir bräuchten ein Gleis der schnelleren Machart. Und jetzt ist halt die Frage, wohin? Ich würde mal sagen, mit einer Kurve so lang. Das würde ja schon mal passen. Nein, würde nicht passen. Tempokäse, jetzt passt's. Machen wir Pause. Der Performance zuliebe. Geht ja durch einen Berg durch, hier auf eine Brücke rauf. Und dann hätten wir hier halt doch irgendwie eine Brücke, die quer rüber geht. Und hier haben wir dann auch noch Gleise im Weg, wo wir gucken müssen, wie wir das machen. Würde hier nochmal durch den Berg durchgehen. Guck mal, hier unten unser Bergsee. Den haben wir aus Versuchszwecken mal gemacht. Der sieht aber, ja, von oben sieht der relativ cool aus. Mir gefällt der halt nicht so, wenn man so rangeht. Dann sieht man, dass das eigentlich kein Wasser ist. Aber das ist schon trotzdem eine coole Idee natürlich von der Mod her, weil man so tatsächlich eben die Seen machen kann. Ja, ich wurde abgelenkt. Also, dass wir da irgendwie reingehen. Da müssen wir hier durch einen Berg durch. Das wäre soweit klar, weil das ist eine Strecke, die ist erstens belegt und zweitens nicht prädestiniert für eine IC-Linie. Der muss ja Tempo haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier tatsächlich mit einer IC-Brücke quer über den See rüber will, dass wir hier sozusagen den See zumachen. Wenn wir nach hier vorne gehen und dann hier rüber gehen, wären wir auf der Seite. Dann kämen wir halt, ja, aus der anderen Richtung in den Bahnhof rein. Das ist aber eigentlich auch egal. Dann geht das hier rüber. Und hier unten der Autobahn entlang. Irgendwie so hier rein. Das hat schon alles belegt. Sehe ich das richtig? Aus dieser Richtung kommend. Haben wir da noch irgendwo Platz? Haben die hier keine Linie? Doch, man sieht sie noch nicht. Aber hier, guck mal, das Gleis wäre frei. Das würde also eigentlich funktionieren. Ich weiß, hier hinten wäre es natürlich zehnmal einfacher. Hier ist eigentlich alles frei, zumindest von der Richtung her. Wird dann von hier vorne natürlich ein bisschen, ja, gekappt, das Ganze. Weil da müssen wir auch gucken. Die hätten wir alle frei. Wenn wir hier eine Weiche machen würden, hier rüber. Oder hier nochmal ein weiteres Gleis. Es ist einfach zehnmal schwieriger, hier reinzukommen als hier hinten. Wir könnten natürlich auch mit dem ICE eine kleine Kurve machen. Das war irgendwie hier rüber gehen und dann hier eine Kurve reinmachen. Hier unten am Flughafen vorbei, hier rüber und dann da rein. Das kostet natürlich Tempo. Da werden wir hier die 300 nicht mehr haben und ist eigentlich irgendwie, nee, ist doch Käse. Wir nehmen so halt das ganze Tempo raus. Aber hier eine Brücke über den See rüber. Ich muss nochmal sagen, ich bin mir nicht ganz schlüssig oder sicher, ob das wirklich cool ist. Warum nicht einfach mal probieren? Wir testen es mal. Wenn ich ein Gleis nehme und hier so rüber gehe, nach, sagen wir mal, hier oben. Wie würde das, es geht jetzt nur um die Optik, wie würde das aussehen? Mit dem schnellen, mit der schnellen Brücke? Ja gut, so schlimm wäre es nicht. Also irgendwie, es hätte schon was hier mit Kollege Brücke. Moment, hier war eine Stelle, da wird sogar funktionieren. Und hier unten, die Schiffe kommen auch durch. 300. Sollen wir das machen? Ich würde das glatt machen. Das ist die bessere Variante. Wie da hinten um die Stadt rum. Ja, dann bleiben wir schnell. Ist das hier vom Rest zu machen? Also von wegen, ja, das müsste klappen. Ja, mit einer Kurve da lang. Dann würde ich die Brücke sogar glatt mal kaufen. Wenn wir hier rüber düsen. Das passt ja eigentlich auch mit dem Pfeiler. Und dann hier rein. Dann haben wir einfach da noch ein Problem. Arg. Da müssen wir wieder unten durch oder oben drüber. Oh Gott. Ich würde sagen, das nehmen wir mit. Können wir hier noch ein bisschen in die Höhe? Wie sieht es dann aus von der Optik her?
Also das würde klappen. Okay. Wenn wir jetzt gucken, rein von der Optik her. Ich kann halt leider diese Ziffern hier nicht wegnehmen. Dafür muss ich es bauen. Sieht schon ein bisschen zu sehr nach Steigung aus. Wenn wir weiter runter gehen, kämen wir hier schon in den Berg rein. Dann wird es so aussehen. Das könnte man auch machen. Nee, das geht nicht. Dann haben wir da eine Kollision. Wäre so schon am besten. Oder wir bauen es halt mal in kleineren Schritten. Das muss mal hier hinziehen, das Ganze. Moment, jetzt wäre es ebenerdig. So. Okay, 300 hätten wir. Ja, machen wir mal. Wir bauen das jetzt mal so. Und dann gucken wir, was wir hier oben machen. Dann können wir hier nämlich wieder mit dem Gefälle arbeiten. Jawohl, genau. Damit das hier irgendwie ebenerdig wird. Okay, machen wir. Und jetzt machen wir das aber mal hier hin. Weil dann könnte man hier je nachdem aufschütten. Oder einen Damm installieren. Werden wir auch gleich mal gucken. In den Kommentaren stand noch ein Tipp von wegen Dämme. Dass es da noch andere Dämme gibt. Die haben wir sogar installiert. Das haben wir uns nur noch nie angesehen. Ich hatte die mal irgendwie hier kurzzeitig an der Angel. Ich weiß aber nicht mehr, wo die sind. Das könnte man sich natürlich auch mal kurz angucken. Ich versuche es jetzt zuerst mal mit dem gängigen Damm. Das ist nicht der gängige Damm. Das ist er. Ja, wie gesagt, kann man machen. Ist eine ICE-Strecke. Umhauen tut es mich nicht. Aufgeschüttet geht nicht. Das ist wieder irgendwie zu hoch und überhaupt. Das heißt, wir müssen hier die normale Brücke machen. Oder wir schauen halt tatsächlich mal ganz kurz. Ich weiß, das zweite Gleis fehlt auch noch. Wisst ihr was, wir holen zuerst das zweite Gleis und schließen das hier hinten an. Dann werden wir nachher kurz gucken. Können wir das direkt zusammenhängen? Wenn ja, was passiert? Das wäre, glaube ich, das richtige Gleis. Dann hätten wir ab hier einen Tunnel, das bis da runter führt. Könnte man machen. Ist zwar schade irgendwie, weil, guck mal hier, Wald. Da könnte man natürlich auch noch ein bisschen was machen. Wir bauen das in kleinen Schritten, würde ich vorschlagen. Je nachdem wäre es natürlich schon schön, mit dem IC da noch durch den Wald durch. Da gäbe es Schlimmeres. Mal schauen. Nehmen wir dieses Gleis. Gehen hier hoch. Gewinnen hier ein bisschen Höhe. Dann bleiben wir nämlich hier oberirdisch. Werden hier aber dafür auf eine Brücke kommen. Ich baue es mal. Mal gucken, wie es wirkt. Okay, hier rüber und Kollege Abschussrampe, ahoi. Ja, nee, das ist irgendwie... Ah, da werden wir da schon nicht reinkommen. Wir kommen hier auch nicht mehr runter. Ich habe hier das maximale Gefälle. Nee, wir kommen hier sowieso nicht durch den Wald durch. Das wird nicht klappen. Dafür sind wir zu hoch. Oder wir gehen halt früher runter, dass wir... Ah, Moment, das wäre natürlich auch eine Idee. Moment, Moment, Moment. Dass wir hier das Gefälle... so hinstellen, dass wir hier in den Tunnel reinkommen. Dann kommen wir hier hinten vielleicht im Wald raus. Wow, okay, das würde klappen. Die Frage ist dann, welche Höhe hätten wir? Das würde eigentlich auch funktionieren. Moment, Moment. Und dann hier hinten. Ja, dann geht es hier runter und hier wieder rauf. Sieht ja auch irgendwie eher komisch aus. Aber hier so aus dem Tunnel raus, mit dem Wald zusammen Richtung See. Boah, ich denke, das würde schon cool aussehen. Ich würde das mal machen. Was haben wir hier für eine Brücke? Ich glaube nicht diese schwarze. Nein, sondern die mit... Ist das die Geländerbrücke? Jawohl. Einmal Geländerbrücke, bitteschön. Hier oben. Bist du die Geländerbrücke? Nein. Jawohl. Ja, machen wir. Portal habe ich gewählt. Okay, und jetzt mal gucken. Das wird sowieso nicht klappen, dass wir da reinkommen. Genau, aber das werden wir dahingehend lösen. Dass wir das hier einfach nochmal wegnehmen. So, das Stück Gleis ebenso. Das hier auch und das hier auch. Und jetzt hier natürlich einfach entsprechend anders rübergehen. Sprich mal zusammenhängen und gucken. Jawohl, dann klappt's. Dann hätten wir hier Folgendes. Ja, hier so ein klein Dingens. Ja, das geht nicht wegen der Straße, das ist klar. Moment, muss das nochmal anders machen, dass wir hier mal rübergehen. Mit der entsprechenden Höhe. Sagen wir mal plus minus so. Wäre relativ ebenerdig zur Straße, also beziehungsweise parallel.
ja, machen wir mal. Und jetzt können wir hier nämlich entsprechend das Ganze anders lösen. Also mit einem Damm oder mit einer Aufschüttung. Ah, die Aufschüttung geht leider wieder nicht. Okay, weil das hier viel zu hoch ist. Aber das heißt, wenn das hier zu hoch ist, dass eben wahrscheinlich auch der Damm fliegen wird. Wo haben wir Kollege Damm? Ja, der Damm fliegt auch. Das können wir also vergessen, weil es einfach nicht gut aussieht. Die Direktverbindung, die würde eigentlich funktionieren, wenn ich es richtig mache. Dann ist ja halt die Brücke quer rüber vom ICE. Oder wir machen halt nur einen Teildamm, aber das sieht auch komisch aus. Wenn das hier meinetwegen bis hierhin ein Damm ist und dann ab hier wieder eine Brücke, ich weiß nicht. Sollen wir es mal testen? Wir testen es mal. Ihr merkt schon, mir gefällt diese Lösung irgendwie nicht wirklich, die wir jetzt haben. Ne, so auch nicht. Sondern so, bis hierhin. Ne, da kommen wir doch wieder nicht mehr rein. So geht's interessanterweise. Finde ich phänomenal. Wir gucken mal ganz kurz, wenn wir es so machen. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen höher. Machen hier mal den Damm. Der war weiter unten. Und gehen dann in die Brücke rein. Ne, das sieht auch Käse aus. Wisst ihr was? Ja, ich habe mich entschieden. Wir machen es so, wie wir es eigentlich wollten. Hier unten mit diesem Übergang. Dann haben wir hier eine Brücke. Die führt uns quer über den See rüber. Das ist in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das zweite Gleis hier mitspielt. Mal gucken, sonst müssen wir nochmal gewisse Korrekturen anbringen. Bis hierhin funktioniert schon mal prächtig. Hier rüber funktioniert bis jetzt auch. Ja, das klappt. Definitiv. Man sieht ja, die Schiffe, die kommen hier auch noch durch. Das ist also auch kein Problem. Oh, nicht abstürzen. Ulala, das ist gefährlich. Okay, kaufen. Und hier abschließen. Wunderbar, passt auch. Gut, ich würde sagen, wir lassen mal laufen. Ja, ihr wisst eben, bei mir ist halt leider immer noch der Krankheitsmodus aktiv. Man hört es wahrscheinlich meiner Stimme immer noch an. Und deswegen eben die kürzeren Folgen. Wir kehren zurück zum, ja, zu der normalen Videolänge, sobald ich wieder heile bin. Das sollte hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Gut, die Brücke haben wir bisher hin. Morgen geht es hier weiter bis nach Köln rein und dann werden wir schauen, welches Gleis wir hier nehmen. Jetzt haben wir ja hier die Unterführung. Die Straßenbahn fahren fröhlich, die haben jetzt auch wieder eine Linie. Ja, ist eigentlich gut geworden, würde ich mal behaupten. Den Bahnübergang, den lassen wir mal fürs Erste, da können wir aber gucken, ob wir da später nicht auch noch eine andere Lösung finden. Oh, hallo, Flugzeug. Und die Straße hier, für die gilt eigentlich das Gleiche. Das müssen wir halt auch im Auge behalten. Wenn hier zu viel Verkehr entsteht, werden wir da auch noch eine Unterführung machen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Auch mit komischer Stimme. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Dann hoffentlich wieder mit normaler Stimme. Mal gucken. Bis dann, tschüss.